Willkommen zu meinem Video, in dem wir uns diesmal mit dem Kapital von Unternehmen beschäftigen. Um die Zusammenhänge in diesem Video zu verstehen, solltet ihr euch vorher das Video über das Vermögen von Unternehmen anschauen. Dann wisst ihr nämlich bereits, dass Unternehmen Vermögenswerte benötigen, um ihre Leistung zu erbringen. Zu diesen Vermögenswerten gehören zum Beispiel Grundstücke und Gebäude, technische Maschinen und Anlagen sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung. Ihr wisst dann auch bereits, dass diese Vermögensgegenstände zum Eigentum des Unternehmens gehören. Damit Vermögenswerte Unternehmen zur Verfügung stehen, müssen sie von außen in das Unternehmen überführt werden. Zum einen wäre denkbar, dass der Unternehmensinhaber Vermögenswerte aus seinem Privatvermögen in das Vermögen seines Unternehmens überträgt. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass außenstehende Dritte, zum Beispiel Lieferanten, Vermögenswerte in das Unternehmen übertragen. Schauen wir uns dies jetzt mal an einem Beispiel an. Nehmen wir an, ein Unternehmer gründet sein Unternehmen, indem er 30.000 Euro von seinem Privatkonto auf das Geschäftskonto überträgt. Dies führt dazu, dass die Liquidität des Unternehmens auf 30.000 Euro ansteigt. Nehmen wir nun weiter an, der Unternehmer entscheidet sich dazu, Betriebs- und Geschäftsausstattung im Wert von 20.000 Euro von diesem Geld zu kaufen. Die Liquidität sinkt von 30.000 auf 10.000 Euro und sein Anlagevermögen steigt um entsprechend 20.000 Euro. Im nächsten Schritt überführt der Unternehmer seinen Privat-PKW in das Geschäftsvermögen. Nehmen wir hierzu an, der Unternehmer hat bereits im privaten Vermögen einen PKW im Wert von 15.000 Euro. Diesen lässt er nun auf sein Unternehmen zu, sodass der PKW zum Vermögen des Unternehmens gehört. Der Wert des Vermögens, über das das Unternehmen nun verfügt, beträgt insgesamt 45.000 Euro. Im nächsten Schritt überlegt man nun, wer einen Herausgabeanspruch auf dieses Vermögen hat. Da der Unternehmer ja alleiniger Inhaber des Unternehmens ist und da er das Vermögen in das Unternehmen überführt hat, hat er auch im Gegenzug einen Herausgabeanspruch. Dies bedeutet, er könnte jetzt im Gegenzug Vermögen aus seinem Unternehmen herausnehmen. So könnte er beispielsweise 5.000 Euro vom Bankkonto des Unternehmens auf sein Privatkonto zurückbuchen. Diesen Anspruch auf das Vermögen nennt man nun Kapital. Da es ja niemand anders gibt, der einen Herausgabeanspruch hat, außer unseren Unternehmer, andere außenstehende Dritte gibt es ja bisher noch nicht, wird dieses Vermögen dann auch als Eigenkapital bezeichnet. Nehmen wir nun in einem zweiten Beispiel an, dass unser Unternehmer sein Unternehmen mit 30.000 Euro gegründet hat. Wie im ersten Beispiel hat er von seinem privaten Konto 30.000 Euro auf das Geschäftskonto überwiesen. Von diesen 30.000 Euro möchte unser Unternehmer nun Betriebs- und Geschäftsausstattung im Wert von 10.000 Euro von Lieferanten kaufen. Durch diesen Kauf steigt nun zunächst das Anlagevermögen auf 10.000 Euro. Mit dem Erhalt der Betriebs- und Geschäftsausstattung zahlt der Unternehmer nun die 10.000 Euro aus seiner Liquidität. Die Liquidität sinkt nun auf 20.000 Euro. Durch diesen Kauf hat sich zum einen das Anlagevermögen um 10.000 Euro erhöht, zum anderen die Liquidität um 10.000 Euro verringert. Wenn man sich die Kapitalverhältnisse in unserem Beispielunternehmen anschaut, wird man erkennen, dass das Eigenkapital wiederum 30.000 Euro beträgt. Nur der Unternehmer hat einen Herausgabeanspruch auf das Vermögen. Da der Lieferant bereits bezahlt wurde, hat dieser keinen Herausgabeanspruch. Das Eigenkapital des Unternehmens entspricht also wiederum dem Wert des eingesetzten Vermögens, also 30.000 Euro. In unserem dritten Beispiel hat der Unternehmer wiederum das Unternehmen mit 30.000 Euro Barvermögen gegründet. Dieses Beispiel kennen wir ja bereits. Nun möchte er wiederum Betriebs- und Geschäftsausstattung vom Lieferanten kaufen. Wir wandeln die Situation nun dahingehend um, dass der Unternehmer den PC zwar kauft, diesen aber erst später bezahlt. Durch den Kauf der Betriebs- und Geschäftsausstattung steigt also wiederum der Wert um 10.000 Euro im Anlagevermögen. Im Gegensatz zum zweiten Beispiel sinkt nun jedoch die Liquidität nicht um 10.000 Euro. Betrachtet man nun die Kapitalverhältnisse in unserem Beispielunternehmen, so erkennt man, dass das Unternehmen über 30.000 Euro Eigenkapital verfügt. Unser Unternehmer hat einen Herausgabeanspruch in Höhe von 30.000 Euro. Gleichzeitig hat der Lieferant, der das Vermögen verkauft hat, jedoch einen Zahlungsanspruch in Höhe von 10.000 Euro. Zahlungsansprüche von außenstehenden Dritten gegenüber Unternehmen nennt man Fremdkapital. Das Vermögen unseres Beispielunternehmens beläuft sich nun also auf 40.000 Euro, wobei der Unternehmer einen Herausgabeanspruch in Höhe von 30.000 Euro und der Lieferant der Betriebs- und Geschäftsausstattung einen Zahlungsanspruch in Höhe von 10.000 Euro hat. Das Vermögen im Wert von 40.000 Euro ist also zum Teil durch Eigenkapital und zum Teil durch Fremdkapital finanziert. Wenn ihr die Beispiele verstanden habt, dann werdet ihr erkennen, dass das Vermögen eines Unternehmens immer genauso groß ist wie das Kapital des Unternehmens. Vermögen und Kapital eines Unternehmens weisen nämlich grundsätzlich den gleichen Wert auf. Woran liegt dies nun? Dies liegt daran, dass Vermögen und Kapital im Grunde genommen genau das gleiche ist. Machen wir uns dies nochmal an unseren Beispielen deutlich.
Wenn unser Unternehmer sein Unternehmen durch die Überführung von 30.000 Euro gründet, dann entspricht das Vermögen 30.000 Euro. Gleichzeitig hat nur der Unternehmer einen Herausgabeanspruch auf die 30.000 Euro. Man spricht also von Eigenkapital. Das Geld auf dem Bankkonto des Unternehmens ist also zum einen das Vermögen des Unternehmens und gleichzeitig das Eigenkapital des Unternehmens. Kauft der Unternehmer nun Vermögenswerte von Lieferanten und bezahlt er diese im Gegenzug, steigt das Vermögen und sinkt die Liquidität. In dem bereits beschriebenen Beispiel hat der Unternehmer Betriebs- und Geschäftsausstattung für 10.000 Euro gekauft und gleichzeitig die 10.000 Euro an den Lieferanten bezahlt. Das Vermögen des Unternehmens beläuft sich also wiederum auf 30.000 Euro. Da ein außenstehender Dritter, in unserem Fall der Lieferant, keinen Zahlungsanspruch mehr hat, entspricht das Vermögen 30.000 Euro dem Eigenkapital des Unternehmens 30.000 Euro. Kauft der Unternehmer nun die Betriebs- und Geschäftsausstattung im Wert von 10.000 Euro und bezahlt diese im Gegenzug nicht direkt, steigt das Vermögen auf 40.000 Euro. Gleichzeitig steigt aber auch das Fremdkapital, das im Unternehmen gebunden ist, um 10.000 Euro. Und wieder könnt ihr erkennen, Vermögen und Kapital weist den gleichen Wert auf. Nehmen wir nun in einem weiteren Beispiel einmal an, ein Unternehmen verfügt über ein Vermögen von insgesamt 45.000 Euro. 15.000 Euro sind dabei im Anlagevermögen gebunden, das soll also hier zum Beispiel der PKW sein, und gleichzeitig hat der Unternehmer 30.000 Euro auf dem Bankkonto. Was man nun nicht erkennen kann, ist, wie hoch das Kapital im Unternehmen ist. Das Kapital versteckt sich quasi hinter dem Vermögen. Unternehmen dokumentieren daher Zahlungsansprüche gegenüber außenstehenden Dritten. Zu diesen außenstehenden Dritten gehören vor allem Lieferanten und Banken. Dies sind die typischen Kapitalgeber von Unternehmen. Lieferanten und Banken beteiligen sich also mit Fremdkapital an Unternehmen. Ein weiterer außenstehender Dritter könnte aber auch zum Beispiel das Finanzamt sein, gegenüber dem Zahlungsverbindlichkeiten bestehen. Schauen wir uns das Ganze nun noch einmal an einem Beispiel an. Wiederum soll der Unternehmer sein Unternehmen mit 30.000 Euro gründen. Da der Unternehmer einen Herausgabeanspruch auf die 30.000 Euro hat, beträgt das Eigenkapital des Unternehmens also 30.000 Euro. Nehmen wir nun an, das Unternehmen benötigt eine Maschine, deren Wert 50.000 Euro beträgt. Mit der vorhandenen Liquidität von 30.000 Euro kann unser Unternehmer sich diese Maschine nicht leisten. Bei einer Bank bittet unser Unternehmer nun um die Vergabe eines Kredits. Nehmen wir nun an, die Bank würde dem Unternehmen 40.000 Euro Kredit gewähren. Durch die Gewährung des Kredits und die Gutschrift auf dem Bankkonto des Unternehmens steigt also die Liquidität auf 70.000 Euro. Gleichzeitig steigt das Fremdkapital, das im Unternehmen gebunden ist, nun auf 40.000 Euro. Der Unternehmer ist nun in der Lage, die Maschine für 50.000 Euro beim Lieferanten zu kaufen und auch diese zu bezahlen. Das Anlagevermögen des Unternehmens steigt auf 50.000 Euro. Durch die Bezahlung sinkt die Liquidität gleichzeitig auf 20.000 Euro. Insgesamt verfügt das Unternehmen nun über ein Vermögen im Gesamtwert von 70.000 Euro. In der Finanzbuchhaltung hat der Unternehmer den Kredit der Bank erfasst. Dieser beträgt ja 40.000 Euro. Man kann nun erkennen, dass dieses Vermögen des Unternehmens durch dieses Kapital finanziert wurde. Im Vermögen des Unternehmens stecken 30.000 Euro Eigenkapital und 40.000 Euro Fremdkapital. Wieder zeigt sich, dass der Wert des Vermögens dem des Kapitals entspricht. Im nächsten Schritt soll der Unternehmer nun Ware im Wert von 10.000 Euro von Lieferanten kaufen. Das Umlaufvermögen des Unternehmens steigt also um 10.000 Euro. Nehmen wir nun an, dass der Lieferant ein Zahlungsziel von 30 Tagen gewährt. Das bedeutet, dass unser Unternehmer die 10.000 Euro erst nach 30 Tagen an den Lieferanten zahlen muss. Dies bedeutet, dass die Liquidität zunächst geschont wird. Dies führt aber auch dazu, dass gleichzeitig das Fremdkapital um 10.000 Euro steigt. Wieder erkennt ihr, dass das Vermögen den gleichen Wert aufweist wie das Kapital. Die Beispiele haben euch gezeigt, dass es nur zwei Personengruppen gibt, die Ansprüche auf das Vermögen erheben können. Zum einen der Unternehmer, seine Ansprüche nennt man Eigenkapital, und zum anderen außenstehende Dritte, deren Ansprüche nennt man Fremdkapital. Aus anderen Videos wisst ihr bereits, dass das Vermögen die Grundlage der Leistungserbringung von Unternehmen ist. Man nennt daher das Vermögen auch die Aktiva des Unternehmens. Mit diesen Vermögenswerten ist das Unternehmen aktiv und versucht, Gewinne zu erzielen. Die Vermögenswerte können zum einen durch den Unternehmer in das Unternehmen überführt werden. In der Praxis werden sie aber viel häufiger von außenstehenden Dritten in das Unternehmen eingebracht. Diesen Vermögenszugang nennt man ja Investition. Parallel zum Vermögen spielt im Hintergrund immer das Kapital eine Rolle. Im Gegensatz zu Vermögenswerten, die man relativ leicht erfassen kann, so kann man zum Beispiel Maschinen in der Produktion sehen und durch Inventur erfassen, Warenvorräte im Lager erkennen und gleichzeitig das Geld, wenn es kein Bargeld ist, auf dem Bankkonto durch Kontoauszüge erfassen. Beim Kapital ist das etwas schwieriger, es befindet sich quasi im Hintergrund. Deswegen bezeichnet man das Kapital häufig auch als Passiva von Unternehmen.
Wichtig ist aber nun, dass man erkennt, dass das Vermögen und das Kapital eines Unternehmens immer den gleichen Wert aufweisen müssen. Dies ist eine logische Folge, denn die investierten Vermögenswerte müssen immer in irgendeiner Weise finanziert worden sein. Investierung im Unternehmen und Finanzierung des Unternehmens weisen immer den gleichen Wert auf. Zu den wichtigen Fremdkapitalgebern von Unternehmen zählen zum einen die Lieferanten. Sie überlassen dem Unternehmen Vermögenswerte im Anlage- und Umlaufvermögen. Verzichten die Lieferanten eine Zeit lang auf die Bezahlung, entsteht entsprechend Fremdkapital. Die Überlassung von Vermögenswerten durch Lieferanten nennt man daher auch einen Sachkredit. Eine weitere Gruppe von Fremdkapitalgebern stellen die Banken dar. Sie überlassen dem Unternehmen Liquidität. Diese Fremdkapitalüberlassung erfolgt, indem man Geldkredite vergibt. Aus diesem Zusammenhang könnt ihr erkennen, dass Kapital nicht gleichzusetzen ist mit Geld. Ein Großteil des materiellen Vermögens von Unternehmen, also Anlage- und Umlaufvermögen, sind durch Fremdkapital finanziert. Beachtet dabei, dass die Überlassung von Fremdkapital durch Banken in der Regel nicht kostenfrei ist. Banken verlangen für die Überlassung von Fremdkapital Zinsen. Die Überlassung von Fremdkapital durch Lieferanten erfolgt hingegen zinsfrei. Die Warenkredite der Lieferanten sind zinslos gewährte Kredite. Aus diesem Zusammenhang könnt ihr auch wiederum erkennen, dass Fremdkapital grundsätzlich nichts Schlechtes ist. Da Warenkredite zinslos dem Unternehmen zur Verfügung gestellt werden, können sie nichts Schlechtes sein, denn sie kosten im Grunde genommen nichts. Aber auch die Überlassung von Fremdkapital durch Banken kann ja nicht nur nachteilhaft sein. Kauft unser Unternehmer zum Beispiel eine Maschine und finanziert sie mit Fremdkapital, hat das Ganze dann einen Sinn, wenn der Gewinn, der mit der Maschine erzielt werden kann, größer ist als die Fremdkapitalzinsen, die für das notwendige Fremdkapital aufgebracht werden müssen. Abschließend möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass Vermögen und Kapital in Unternehmen immer den gleichen Wert aufweisen. Die Gleichheit von Vermögen und Kapital ist also kein Zufall oder ergibt sich rein rechnerisch, sondern ist die logische Konsequenz aus den dargestellten Zusammenhängen. Ja, dann hoffe ich, dass ihr diese Zusammenhänge gut verstanden habt, dass ihr nun wisst, warum Vermögen und Kapital sich unterscheiden und doch das Gleiche sind. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach einen Kommentar. Natürlich freue ich mich auch, wenn ihr das Video liked und meinen Kanal abonniert. Und zu guter Letzt hoffe ich natürlich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Vielen Dank, bis dann, tschüss! Wenn ihr Fragen zu diesem Video habt, dann hinterlasst mir einfach einen Kommentar in der Kommentarzeile. Über ein Like freue ich mich. Abonniert einfach meinen Kanal und ihr werdet immer informiert, wenn ich neue Videos erstelle. Auf diese Weise werdet ihr Spaß haben, wirtschaftliche Inhalte zu lernen und ihr werdet sie richtig verstehen. Ich freue mich auf euer Feedback.